Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Mad Max. Mein Name ist Max. Mad Max. Ja Leute, Mad Max kam heute. Heute war Release, 1. September. Es ist mittlerweile nachts 3 Uhr. Aber ich bin extra wach geblieben mit Power Kaffee, damit ich hier gleich zum Release-Datum hier Let's Play kicken kann. Und ja, wie man sieht, ich habe meinen Kanalname geändert. Und zwar, ich habe so ein kleines Channel-Update gemacht, weil ich jetzt hier mit dem Kanal wirklich richtig durchstarten will. Auch von Mad Max hier werde jetzt tägliche Uploads kommen. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mit mir da am Start seid und mich supportet in dem Spiel mit Daumen hoch, Kommentare und wer noch nicht hat, Abo oder so. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich da eure Unterstützung mit hätte. Und ja, ich erzähle mal kurz ein bisschen was über das Game. Mad Max ist eigentlich ein Film. Kennt auch noch andere, kam jetzt erst wieder raus. War ziemlich geil für eigentlich ein Rework, ja, weil Mad Max gab es in den 80er Jahren schon mal mit dem Mel Gibson und die waren schon ziemlich geil. Und meistens ist es dann so, wenn dann nochmal eine Neuverfilmung rauskommt, ist ja meistens so, ja, mein Gott. Aber der, muss ich sagen, der hat mir auch echt gut gefallen. Das Spiel ist ein bisschen abweichend zur Filmstory, allerdings, ja, nicht zur Story vielleicht, aber so vom Geschehen her. Aber der Style und so ist auf jeden Fall der gleiche und den Style finde ich recht geil. Ja, ist so Action-Shooter, bisschen Auto, ein Touch von Autorenner hat es vielleicht auch mit drin. Ja, Open World, allerdings im Singleplayer. Multiplayer gibt es nicht. Also nicht spielbar im Multiplayer, was man aber auch nicht brauche. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Let's Plays. Hab absolut Bock, das Spiel zu zocken. Und ja, nur kurz als Info, das Spiel kostet 50 Euro bei Steam, bei MMOGA 25. Link in der Beschreibung, wer sich's kaufen will. Und dann würde ich sagen, quatschen wir gar nicht, legen wir los. Ich mache hier ein neues Spiel, weil ich war gerade vorhin kurz drin wegen der Steuerung, damit ich da schon mal weiß, wie alles abgeht. So, überschreiben, jawohl, wollen wir und ab geht er. Feuer frei. Arr, 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 arr. Das ist ja. Das sind wir. Mad Max. I don't see you. Price is gone. Bear now. Bear now. No, no, no. Stick together. This is one clever fox. Bats. Ich lieb so einen Scheiß einfach. He was one such man. Over and over. And to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. Die Ebene der Stille. He had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Gastown. Merkt euch den Ort Gastown. Wow. Wo geht es? It's fucking our song. Boom. Listen, my apostles of Arthur. You've hunted well. Das ist der Sohn vom Boss. Yes, the fox who thought he'd plunder from Scabrous Scrotus. Da gibt's gleich mal ein sauberes Fressbrett zum Anfang. Ah, was ihn uns nicht getötet. Gar nicht übertrieben dem Sekari.
Das mag ich gar nicht. Diese Tierequelle. Okay. Alles klar. Won't somebody tell me? Answer if you can. Das gehört, glaube ich, schon mit zur Story. Story, was jetzt kommt, zur Story. Story. Answer if you can. Easy dog. Easy dog. Good boy. Es ist unser Freund, glaubt er, und der schon mich auch verletzt hat, das zeigt. Von in der Pfote. Er hatte seine Peace, even if it meant another war. And war was coming, because he had created a mortal enemy. So, los jetzt hier, ich will zocken, ich will zocken. Ja, dann kurz noch eine Schrotflinte im Sand gefunden. Good boy. Los, Rex. Okay, Leute, es geht los. Sehr gute Grafik. Sieht alles sehr geil aus. Auch hier mit durchweg 60 FPS. Müsste auf euch sehr gut rüberkommen. Mit YouTube. So, wir müssen Wasser finden. Finde Wasser. Okay. Da oben ist unser Hund. Unser Freund. Good boy, good boy. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr als einen Hund. Mehr brauche ich gar nicht. So, hier haben wir Wasser. Benutze Wasserquellen, um deine Feldflasche aufzufüllen. So, E halten, um Feldflasche aufzufüllen. Machen wir doch. Oh. Da ist aber nicht mehr viel drin da in dem Ding. So, trinken sollte man auch gleich, oder? Wenn ich mir das da unten anschaue. Trinke aus der Feldflasche, um Max Gesundheit wiederherzustellen. 4 halten. Also, Slot 4, Feldflasche. Laut Hälfte der Nebel, der Segel. Gut. Der Hund hat mich bisher gut geführt. Ich muss ihn finden. Okay, also finden wir den Hund. Der war doch da unten, oder? Oha. Habt ihr das gehört? Ey, weh, der Hund ist jetzt in der Falle reingerannt oder irgendwie. Was macht der? So, den hauen wir gleich. Der ist gar nichts auseinander. Alpha was alive inside the air that gives birth. Start ablaze by godly plug igniter. Revolution upon revolution rejoice! Please, don't kill Chum Bucket! Please! Hey! Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowfly. Da will ich mit dem Schamguckser gesehen. Now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. Yes, I'm the driver. That's right. And that's Chum right. Chum Bucket is your man! I'm your man! Yeah, yes, that's in do you have a vehicle that can take you to your car? I do say. That's right. See, she's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And Dinky D too. It's gonna need an overhaul. Dinky D sagt er zu dem Hund? Oh mein Gott, er ist verletzt, Digga. Flick den wieder zusammen, sonst muss ich ihn töten. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chum Bucket's not stupid. Jumper geht's nicht stupid. Okay. Neue Biografie, Escape, Pausenmenü. Was neue Biografie? Jumper geht, Beschreibung. Jumper geht's nicht. Beschreibung, wo kann ich zum But only the warrior saint can drive you. That is why you sent him my way. Okay, alles klar. Jumper geht. Wissen wir über den A Bescheid. I need peace. Okay, das sind doch quasi die Biografie von den einzelnen Charaktere. Warum wir uns jetzt nicht wirklich gäbe. So, wir müssen jetzt so, wir gehen so ohne zu dem Flick. Ja, den Hund wieder zusammen, Digga. Sonst was ist das für dich? Oh mein Gott, der Blut ist stark. Dog's bleeding out. Der Hund verblutet. Dog's bleeding out. I can fix it. First the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path! But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Okay.
Das heißt, er braucht Kabel. Finde Kabel für Chums Buggy. Machen wir. Gar kein Thema. Wir laufen auf jeden Fall jetzt mal zu dem grünen. Sprinten, Shift Left. Okay. Nicht gut, der Hund ist ziemlich... Ja, Digga, ich sag das. Flieg ja den Hund wieder zusammen, sonst wären wir keine Freunde in dem Spiel. Okay, da liegt da einer. Dann können wir gleich mal looten hier auf E. So, zwei Schrotflinterpatronen. So, klettern hier auch mit E. Oh, das sind zwei. Zwei da auch noch. Sind zwei, der wirkt an. Gar kein Ding. Aber die nächste, die hauen wir weg. So, jetzt ein bisschen langweilig so, den Set so erschießen. Lol. So, Mädels. Benutze linke Maustasche, um Gegner einen Schlag zu versetzen. Und dann rechte Maustasche, um gegnerische Angriffe zu parieren. Wähle dich nach einer Parade mit links, um einen mächtigen Konter auszuführen. Fahre nach einem Schlag oder Konter mit links fort, um Kettenschläge auszuführen. Okay. So, der kriegt jetzt gleich mal an die Seite. Kettenschlag. Alle down oder was? Lol, noobs. Bam, da haben wir jetzt, wenn man linke Maustasche drauf bleibt, kann man sowas wie so ein, ja, ein ja, Superschlag war jetzt übertrieben, aber man kann halt, jawoll. Now you bleed. Zack, Uppercut. Alle Hände hoch, Baby, das ist ein Überfall. So, E-Halter, Schrott nehmen. Mir loote jetzt erstmal hier nur ein bisschen rum. Nutze Standardinfo X halten. So, Suchbereich optional. Schrott 1 von 2. Okay, also das heißt, da muss man irgendwo jetzt den Schrott rumgammeln. Hier müssen wir jetzt erstmal nur E halten, Kabel nehmen. Zack, da haben wir die Kabel für Bucket. Chuppet, Chucket, wie heißt der? Ich weiß nicht mehr. Chum heißt er. Ja, oder so. So. Ja, das war jetzt einmal gar nicht offensichtlich, dass das so gelb war. Dass ich da hoch kann, soll, muss. So, Suchbereich 100%. Alles klar, wenn 100% glutet, dann denke ich mal, dass wir hier jetzt den Abflug machen können wieder. So, dann bringen wir Chum die Kabel. Und dann kann der uns eventuell ein Auto zusammenfliegen, das wir dann auch nutzen können. Habt ihr die Gasflasche da stehen sehen? Wäre sehr interessant gewesen, jetzt da mal was mit der Ort zu stellen, aber... Gehört wohl nicht zu unserem Missionsziel jetzt im Moment, dann lassen wir das lieber. Oder oben steht er noch? Nein, noch nicht. Du bist noch nicht bereit. You're not ready. Ah, das ist so ein Wanderer. Das habe ich im Trailer schon mal gesehen. Bei dem können wir Charakter-Upgrades machen. Aber wir sind noch nicht ready, weil wir sind nur ein bisschen Noob. So, Chum. Weh, der Hund. Dinky D läuft schnell aus. Weh, der Hund stirbt jetzt. Nice, hat er denn jetzt mit dem Schraubenzieher der Hund repariert, oder was? Oh. Here I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not leaking, are you? Wir laufen nicht aus. Praise be! Praise be! Komm, Digga, ey. Was ist mit dem Hund jetzt? Er will nicht, dass der stirbt. Okay, wir folgen Chum zu seinem Buggy. Kann leider nicht schneller, tut mir leid, die tragen 60 Kilo schwere Hund. 16, 60. Das könnte Rottweiler-Mischung sein, so wie der aussieht. So, setz den Hund hinten in den Buggy. Okay. Oh, da hat sogar Hundehütte vom Buggy. Also quasi ein Tiertransporter. Sehr schön. Nice, guck doch mal, das gefällt dem da drin. So, erhalten, um einzusteigen. Alles klar. So, bring ihn auf Touren. Klaro. Ab geht er, der Peter. Oh, Lenkung sehr direkt. Amen!
May we arrive in time to save your black on black from slaughter. These barbarians love to chop. Verlängerung ist wirklich ein bisschen komisch. Oder stelle ich mir einfach nur blöd an, das kann natürlich auch sein. Also das will ich jetzt nicht ausschließen, dass ich mir vielleicht auch einfach mal wieder dumm anstelle. So, von diesem Ausgucker-Guckpunkt. Okay. Ausgucker-Guckpunkt. We can see the camp from up there without risk of detection. Folge Jump zum Aussichtspunkt. Ey Gollum, lauf mal gescheit. Nee, der sieht, wisst ihr, wie der aussieht? Nicht Gollum, sondern wie der Krüppel von 300. Der Behinderte. Die Hausen, die Buschfrauen. Okay. 2, 4, 6, 8. Oha, das sind aber viele Dinger. Und das ist Gastown. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, wait, please, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Huh? How tough, how fast? Faster than fear, tougher than an iguana's gonads. Come, macht er auch Versprengungen in der Kelle? Da gehen wir natürlich mit. Das müssen wir natürlich ausnutzen. Hauptmission abgeschlossen. Der Ungezähmte. Mein Auto ist fort. Von Scrotus Barbois geschrottet. Ich brauche einen neuen fahrbaren Untersatz. Und zwar bald. Kann diese bizarre, geisteskranke Mechaniker mir helfen? Ja, Leute, das ist die Frage aller Fragen. Und das sehen wir dann im zweiten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Kommi, Abo und so weiter und so fort. Und ja, freut euch auf den nächsten Part. Wie gesagt, tägliche Uploads hier von Mad Max. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.